Das erste ADAC Wallberg-Rennen hier in Rottach-Egern gewonnen hat Sepp Krieger aus München mit seinem Fahrzeug, mit dem er 1973, 1974 an den Prominenter Besuch bei diesem silbernen Jubiläum und er dürfte natürlich nicht fehlen. Sepp Krieger, der alle 12 Wallbergrennen mitgemacht und einige davon gewonnen hat. 70 Jahre wird er nächsten Februar alt und wenn es ihm Spaß macht, zieht er immer wieder einen seiner berühmten Bergwagen aus der Garage. Dies ist der Porsche Carrera aus dem Jahre 1973. Klar, dass Krieger damit um die Vergabe des neuen Bergrekordes nicht mitreden konnte. Peter Stürzt auf dem March BMW war dies eher zuzutrauen. Er hält bisher den Rekord, aber eine Unachtsamkeit kostet den Sieg. Da lag doch plötzlich ein Strohballen, der im Training noch nicht da war und die Vernichtung desselben kostete einige Zeit. Auch der Franzose Frasca kam in seinem Formel-2-Wagen mit dem Wallberg nicht ganz zurecht. Achtung, er übersteuert zu stark. Jetzt und das schöne Auto. Das war ein teurer Ausflug des Franzosen nach Bayern. Herbert Stenger hatte an manchen Bergrennen den Formel-2-Wagen schon Schwierigkeiten gemacht. Mit dem Osella BMW war er wieder schnellster Zweisitzer, konnte die Monoposti diesmal aber nicht gefährden. 3,1 Kilometer ist sie lang, die Wallbergstrecke, und mit dem neuen Belag auch sehr schnell, sodass man wegen der engen Auslaufkurve 20 Meter das Ziel nach unten verlegte. Dadurch bleibt der alte Rekord von Peter Stürz jedenfalls bestehen, auch wenn natürlich ein neuer aufgestellt wurde. Geblieben sind die hohen Ansprüche an das fahrerische Können. Der Wallberg ist sicher einer der schwierigsten Berge. Stenger bewältigte beide Läufe sehr sauber und wurde Gesamtfünfter. Man muss ja auch das Gewicht berücksichtigen. Und nun der Österreicher Walter Petratzer. Er fährt einen PRCM 812, was immer das ist. Jedenfalls ein reinrassiger Formel-2-Wagen auf March-Basis mit dem BMW-Motor. Petratzer wurde kurioserweise von Peter Stürz an den Tegernsee geholt und damit legte sich der alte Rekordhalter auch prompt ein großes Kuckucksei ins eigene Nest. Der Vorarlberger fuhr im ersten Durchgang mit 1:35:15 Laufbestzeit und mit 3:15:70 Gesamtsieg bei diesem Jubiläumsrennen. Karl Jordan aus Hüfingen mit dem March 802 BMW. Er kam am nächsten an die Zeit von Petratzer heran, war aber rund 3 Sekunden langsamer und das ist eine ganze Menge. Gegen die rund 300 PS der Formel-2-Wagen hat ein Formel 3 nur rund 170 PS. Trotzdem fuhr Marcel Wettstein aus der Schweiz tief in die Phalanx der Großen hinein. Mit dem Argo JM10 erreichte Wettstein die drittschnellste Zeit, ein Beweis der hohen Fahrkunst des Eidgenossen am Berg. Vierter wurde dann Werner Eckert aus Rimbach mit dem March Alfa Romeo, ebenfalls ein Formel-3-Wagen. Wie gesagt, vor Herbert Stenger, der aber jetzt in der deutschen Bergmeisterschaft vorne liegt. Der Wallberg ist für die nächsten 25 Jahre gerüstet.